So, kommen wir nun zu den Shotguns. Also, erstmal muss ich sagen, absolute Noob-Gefahr, weil ich damit überhaupt keine Ahnung habe, also von den Shotguns. Also, ich spiele nicht wirklich oft mit denen, deswegen wird das wohl für den einen oder anderen, der gut damit klarkommt, ein grauenhaftes Video sein. Aber naja, was soll's. Also, ich habe jetzt hier vier Shotguns, zeige ich euch. Und angefangen mit der Spaß 12 Elite, dann die Saiga 12, dann die Usas 12 Elite und dann die 870 Combat. Genau in dieser Reihenfolge werde ich euch die zeigen. So, dann fangen wir mal an mit der Spaß 12 Elite. Also, während das Video läuft, werde ich ein paar Sachen zu der Waffe sagen. Und zum ersten, sie macht einen mittleren Schaden. Die Präzision ist auch mittel. Sie hat 3x16 Schuss. Die Reichweite ist natürlich kurz. Und die Feuerrate ist sehr schnell und halbautomatisch. Und da drauf, also ich habe die schon im Besitz durch irgendein Pack, weiß ich jetzt glaube ich nicht. Aber ne, war das Pack? Ne, die war mal im Angebot, deswegen, genau. Dazu habe ich Distanzlauf drauf gemacht, Nahkampfmunition, Thunderbolt-Schaft und einen Präzisionsschaft. So. Also ja, wie man unschwer erkennen kann, ist das kein normales Video, sondern es ist zusammengeschnitten, so dass ich euch die Waffen besser vorstellen kann. Also wir befinden uns auf der Map Sharky in dem Modus Rush. Zum einen, weil man auf Sharky gut die Shotguns zeigen kann. Zum anderen auch, weil es einer der wenigen Servern war, wo Shotguns auch erlaubt waren. Und ja, und das war's auch schon von der Spaß 12. So, als nächstes an der Reihe ist die Saiga 12. Eine halbautomatische, gasbetriebene Kaliber 12-Schussblende aus Russland, die der AK-47 ähnelt. Zum leichteren Laden nutzt sie ein Custom-Magazin und kann zudem mit mehreren Visieren modifiziert werden. Sie verfügt über eine exzellente Feuerrate und verheerende Mannstoffwirkung. So, sie macht einen hohen Schaden, Präzision ist so mittel, ja, also sie hat 5x10 Schuss. Die Reichweite ist auch wie bei nahezu allen Shotguns oder auch allen Shotguns kurz und die Feuerrate ist mittel- und halbautomatisch. So, dann kommen wir mal zum Video. Also hier spielen wir auch wieder auf Sharky, diesmal Sturmangriff, aber wie auch gesagt, auf Sharky, da man dort halt am besten mit Shotguns umgehen kann. Also finde ich jetzt, da komme ich gut klar mit Shotguns und ja, mit der kann man da ordentlich was reißen. Also ich glaube, das ist sogar die beste gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und naja, wenn, dann seht ihr das ja später noch. Und ja, dann sehen wir hier, wie die abgeht eigentlich. Alle guten Dinge sind drei und das ist auch die Usas 12 Elite. Die Usas 12 ist eine automatische Schrotflinte, die ohne Vorderschaft-Repetiersystem mehrere Kugeln abfeuern kann. Die Elite-Version dieser Waffe verfügt über eine noch bessere Feuerkraft und ein noch größeres Magazin als die Veteranen-Version. Sie macht einen hohen Schaden, die Präzision ist niedrig. Sie hat auch, wie die Saiga, 5x10 Schuss. Die Reichweite ist kurz. Und die Feuerrate ist schnell vollautomatisch. Die Usas 12 habe ich nur mit dem Sunny gespielt, da ich die auch nur für den Sunny habe. Die anderen zwei hatte ich ja für den Aufklärer, hat man ja bemerkt. Und die Spaß 12 habe ich allerdings auch für den Sturmsoldat, genau. Aber nur die Usas 12 habe ich für einen Sanitäter. Und deswegen habe ich den da genommen. Da ist das Video auch ein bisschen länger geworden, weil mit dem Sunny kann man da auch noch mehr reißen. Also ich glaube, deswegen ist sie doch noch ein bisschen da besser geworden. Also zumindest mit dem Sunny. Da muss man mit dem Sunny spielen. Und ja, wenn man mit dem Sunny dann auf Sharky, war das Sharky? Das war Sharky, genau. Hier sieht man ja. Bisschen auf Sharky.
So, nach einer kleinen Unterbrechung ist das mit der USAS auch schon wieder vorbei. Zu guter Letzt noch die 870 Combat. Diese robuste, leistungsstarke Schrotflinte in der modularen Kampfversion eignet sich ideal für den Nahkampf, wodurch Schlagkraft und Mannstoffwirkung entscheidend sind. Die 870 kann für verschiedene Aufgaben angepasst werden und ermöglicht so diverse Munitionskombinationen. Sie hat einen hohen Schaden, die Präzision ist mittel. Sie hat 4x8 Schuss, Reichweite mittel, Feuerrate ist langsam, Kampfgang. Und ja. Das war's auch von den Shotguns. Falls es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch auf das Video, liked das Video, teilt das Video und abonniert mich doch auch.